They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. Rewind. 'Cause you're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Der große Moment ist da. Der Schicksalstag. An diesem Tag unterschreiben die Schüler der Ever After High im Buch der Märchen und Sagen und geloben feierlich, in die sagenumwobenen Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Oder auch nicht. Muss das sein? Ich erzähle hier. Maddie, du musst mir echt helfen. Ich glaube, ich kann im Buch der Märchen und Sagen nicht unterschreiben, aber ich möchte die anderen auch nicht hängen lassen. Und vergiss nicht, wenn du dein Schicksal nicht erfüllst, hört deine Geschichte auf zu existieren. Puff! Und schließlich gerätst du in Vergessenheit. Du musst schon wissen, dass das wehtut. Wir wissen doch gar nicht, ob das stimmt. Aber was, wenn es stimmt? Aber was, wenn nicht? Und wenn es stimmt? Du bist mir keine große Hilfe. Eine Sekunde. Ich weiß, wer dir helfen kann. Nein, aber ich bin, wie du weißt, durch und durch königlich. Raven! Da bist du ja. Wir müssen reden. Komm zurück. Apple! Ach, wo willst du denn hin? Ich muss Raven davon überzeugen, im Buch zu unterschreiben. Mein Schicksal ist davon genauso abhängig. Wenn die Wahrheit über das Buch der Märchen und Sagen kennt, dann ist es Giles Grimm. Federn und Freunde, gemeinsam einsam. Er spricht rätselisch. Er wurde mit einem Brabbelbann belegt, deshalb redet er so, weißt du, buh-kuh-kuh. Er hat gesagt, sehr schön, dass ihr da seid. Frag ihn nach dem Buch. Wenn ich nicht unterzeichne, werde ich dann wirklich verschwinden. Wie verändert sich der Klang des Musikstuhles nur, wenn ein Knochen in die Tafel schreibt die Gravur? Der König, der beginnt mit den Himmelsseiten zu singen. Fürchte, dass der Morgen wird mit Lügen erklingen. Er sagt, es stimmt etwas nicht mit dem Buch. Und wenn du im Buch nicht unterschreibst, wird dein Märchen... Es wird... Was? Oh, entschuldige. Wenn du nicht unterschreibst, wird dein Märchen fortgesetzt. Oh, wirklich? Oh, das ist großartig, denke ich. Oh, denkst du? Hey, rätselisch ist nun mal keine sehr genaue Sprache. Und schließlich kam der Schicksalstag. Als nächstes begrüßen wir Apple White. Ich bin Apple White, Tochter von Schneewittchen. Und ich gelobe, mich meinen Erben zu verpflichten als das nächste Schneewittchen. Als nächstes Raven Queen. Ich bin Raven Queen, die Tochter der bösen Königin. Und hiermit gelobe ich... Ich... Komm schon, nun sag es. Ich...
Es tut mir leid, Apple. Aber ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, wer ich bin. Ich möchte es ganz für mich allein herausfinden. Kannst du das denn nicht verstehen? Und ich bin ab jetzt wahrscheinlich nicht die Einzige, die ihr Schicksal selbst bestimmen kann. Wir alle können das tun. Apple, auch du. Aber ich will nicht eigenverantwortlich für mein Schicksal sein. Mir gefiel das, was ich hatte. Jetzt werde ich wegen dir mein Schicksal nicht erleben. Doch, das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wow! Du bist immer noch hier. Kein Puff, Puff, Puff. Ja, ich weiß. Und es ist ein gutes Gefühl. Das Leben zwischen den Royals und den Rebels würde in der Ever After High nie wieder dasselbe sein, nachdem Raven für das eingetreten war, woran sie glaubte. Was sie geglaubt hat, war falsch. Sie hat ihr Schicksal nicht erfüllt, sondern herausgefordert sie. Ja, du, ihr Erzähler, wir versuchen hier gerade diesen Moment zu genießen. Raven weiß nicht, was für Kräfte sie freigesetzt hat. Ich muss dem Einhalt gebieten, bevor sich ihre gefährliche Idee verbreitet.